Hallo miteinander zu einem weiteren Part von meinem Sims 3 Let's Play. Jawohl, der Chanchiri und Darren sind ja da unterwegs zum Strand. Grillfest in der Nachbarschaft. Der Stadtrat veranstaltet wieder einmal das alljährliche Grill-Event im Park. Alle Sims mit Kochfähigkeiten sind herzlich eingeladen, gemeinsam mit ihren Nachbarn und Freunden zu grillieren und speisen. Ziel: Grille fünfmal, um die Beziehung zu deinem Nachbarn zu verbessern und die Auszeichnung Grillmeisterin zu erhalten. Nein, wenn wir nicht mehr. Er kriegt das Gleiche. Nein, auch er will das nicht. So, jetzt sind die beiden am Strand. Jetzt würde ich sagen, entspannen. Und auch er soll sich ein bisschen entspannen. Wenn da schon die Liegen frei sind, da den Ausblick geniessen. Kann ich da mit geniessen? Ja, kann ich. Ja, ich bin jetzt vielleicht nicht ganz. Ah. So. Ja, er mag schon nicht mehr geniessen. Jetzt lassen wir die beiden nochmal machen. Oh, da schwimmt jemand. Kann er auch schwimmen gehen? Ah, ja, ja. Auch er kann da auch jetzt schwimmen. Der Sam ist auch da, der Sam Sekimoto. Interessantes Outfit hat er. Was hat denn sie für das Problem? Ich würde sagen, Darren. Ah nein, jetzt läuft sie davor, sonst hätte Darren nochmal ein bisschen. Hätte er quatschen können und jetzt geht Darren auch schwimmen. Oh, wer ist denn sie? Holly Alto. Sie schwimmt vom Changeri davon. Will sie den Stalker, oder? Hat sie noch Fisch? Hat sie noch Fische? Und jetzt ist auch die Erin im Wasser. Changeri schwimmt da mal bei den Fisch durch. Hm? War das ein Ball gewesen? Hm? Hier hinschwimmen. Kann ich nicht interagieren mit ihm? Hallo, Changeri? Nein, das geht nicht. Oh, die beiden treffen sich jetzt am Wasser. Nass spritzen, jawohl. Jetzt sie da. Nehmen agieren da im Wasser, wenn wir gemeinsam schwimmen gehen. Ich kann da sicher auch irgendetwas machen, sie können ihn auch einfach nass spritzen. Also die Stadt da ist wirklich sehr schön gelegen. Direkt mit Strand. Was ist immer mit dem Ball da? Machen sie da gemeinsam einen Ausschwung. Mal ein bisschen machen lassen und einfach mal ein bisschen die Stille geniessen. Wow, was ist das dort hinten? Also dort ist ein Leuchtturm, aber das habe ich eigentlich nicht gemeint, sondern die Wittler dort hinten und so, recht schickes Gebäude. Schwimmen wir denn nicht zu weit raus, ha? Leute, da. Da ist ja immer noch der Strand. Ordentlich ein bisschen schwimmen da um die Felsen um. Gibt es da ja sogar noch was zu entdecken. Außer der Haufen Fisch. Wenn wir die beiden mal machen und können mal selber mal schauen, was da noch. Hm? Was ist da? Sammeln? Ah? Ja, dann soll sie doch da mal ein bisschen sammeln gehen, das Zeug da. Jetzt hier etwas zu tun. Während dem R, was macht er? Hm. Viel kann man ja da schon nicht machen. Was ist das für eine Lupe? Aha. Ah, nö, das wollen wir nicht.
Das ist okay. Irgendjemand hat Geld verdient. What? Also, er kann schwimmen. Und sie hat da noch mehr zum Einsammeln. Hat sie noch mehr? Und sammeln? Ich weiß nicht, was das alles ist, aber wir nehmen sie mal mit und dann daheim anschauen. Was haben wir noch mehr? Oh, wird's Abig? Ja, es wird Abig. Ich würde sagen, es ist Zeit zum Heimgehen. Für beide aber. Beide gehen heim. Schönen Ausflug gemacht hier an den Strand, aber es wird langsam Abig. Es ist wieder Zeit zum Heimkehren. Und jetzt können wir mal in der Zwischenzeit, während die Heimkehren, mal schauen, was sie da eingesammelt hat. Rauch, Quarz. Oh, immerhin, 21 Simleons wert. Der ist sogar ein Hund, Diamant. Oh. Oh. Gold. Eisen und Silber. Das ist fast wie Minecraft, nicht wahr? Fetzt da mal an den Strand und geht da mal ein bisschen go, ja, ein bisschen buddeln. Und schnappt sich dann ein paar Items. So. Wer ist da als erstes daheim? Erin. Ja, Erin ist daheim und sie freut sich da schon über die Klunker, die sie gesammelt hat. Was ist das? Tolle Zeit mit der Gruppe verbringen. Na. Kleidung auf die Wäscheleine hängen, ja, das ist noch gut, dass sie das jetzt noch macht. Die Energie ist langsam zu Ende, aber... Ja, dann würde ich sagen, ja, der Giangieri hat sie jetzt nicht mehr so streng. Der kann sich dann da mal um den Haushalt kümmern morgen. Währenddem dann sie... Wieder einmal vielleicht eine neue... beim Giangieri. Also seit der Rockstar ist, schäle bei ihm das Telefon, aber schon andauernd. Ah. Nimm das Telefon ab. Was? Wir lieben Falafel. Bei den Einwohnern der Stadt ist Falafel gerade total angesagt und das Bistro kommt bei den vielen Bestellungen mit dem Kochen gar nicht mehr nach. Der Besitzer nimmt Lieferungen von jedem entgegen, der ihm viele selbstgemachte Falafel bringen kann. Bring die zwei bestellten Gruppenmahlzeiten Falafel ins Restaurant, kassiere deinen Lohn. Nö, wenn wir jetzt nicht machen. Es ist Sonntagabend am 7. Ich habe noch keine Zeit für den Schießtrack da. Dann ist da jetzt eigentlich bei ihm aus. Auch er hätte noch Hunger. Dann könnte er jetzt aber mal Abendessen servieren. Und zwar... Haben wir denn da noch gut? Oh, das hätte jetzt Darren aber gar nicht gerne gehabt, dass sich der Changieri da beschreckt hat. Er kocht jetzt für beide aber etwas. Dann könnte sie vielleicht in der Zwischenzeit gleich noch da einfach mal die Klamotten einsammeln. Sie sind beide noch im Badeanzug. Jojo, oh, warum auch nicht? Mit normalen Kleidern geht man an den Strand. Und mit... Also sie haben einfach sich Klamotten einfach liegen lassen, in anderen Worten. Kann sie da noch irgendetwas reinigen vielleicht? Nein, das geht nicht, das ist sauber. Auch nicht, ja, dann soll sie mal ein bisschen an Kömpi gehen. Bis der Giangieri da fertig gekocht hat, es gibt Lachs für beide. Er ist ja wirklich ein Master mittlerweile. Doch, er reinigt sich ja immer auch ganz schön selber. Oh, und das Essen ist fertig. Er hat selber ja auch Hunger. Teller nehmen. Sie jetzt bitte auch einen Teller nehmen. Und dann zusammen zu Nacht essen.
Und dann geht es etwa für beide schon wieder ins Bett. Und dann ist dann auch etwa der Part auch wieder fertig, würde ich sagen. Ich habe ja gesagt, ich will nicht zu lange Parts machen und dann fühlt es damit gleich praktisch jeder Part irgendwie so 14, 15 Minuten lang. Das ist eigentlich nicht das Ziel gewesen. Das Ziel wäre eigentlich so bei 12 Minuten bleiben. Aber ja, ich glaube, Erin könnte man vielleicht auch wieder mal umstylen. Mit der Zeit geht man die Frisur ein bisschen auf den Keks von ihr. Und sie findet immer noch kunstige Scheiße. Kannst du nur Bilder von Bilderfans hier, Giangieri? Das geht doch nicht. Ja, ich bin eben der Giangieri, weißt du? Und ich habe jetzt aber schon fertig gegessen. Und wenn du so langsam essest, dann kann ich auch nichts dafür. Aber ich tue jetzt nochmal meinen Teller aufräumen. Und nachher kann ich noch duschen und dann gehen schlafen. Duschen. Schlafen. So. Und Erin, die kann den Rest wegstellen. Und dann Augen schlafen. Ja, ich weiß, du bist müde. Das Problem lösen wir jetzt aber gerade, indem wir dich nämlich dann als nächstes gleich schlafen schicken. Dann wird noch 100 Rüpfel entgegengespickt. Erin geht bereits schon geschlafen, am nächsten Tag vielleicht eben noch eine Umstyling, dann vielleicht wieder mal einen Arbeitsauftrag für Erin und der Giangieri. Ist auch ready zum Schlafen, wunderbar. Klamotten landen im Wäschekorb. So, und beide sind im Bett und da ist wieder ein super Zeitpunkt, um mich von euch verabschieden, mich bei euch zu bedanken, dass ihr auch das mal wieder zugeschaut habt. Hoffen wir sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, dann werden wir noch ein bisschen Architektenaufträge mit der Erin erledigen wieder einmal. Weil, ja, es ist doch dann immerhin Montag und es ist wieder Zeit, um wieder so etwas zu machen. Und ja, eben wie gesagt, ich hoffe, wir sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander.